Es gibt Geschenke in GTA Online und jetzt schon Halloween-Content. Damit moin Leute, Venom MC Lübeck, herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online-Video hier auf meinem Kanal. Falls du neu bist, lass doch gerne ein Abo da, mach auf jeden Fall die Glocke an, das wäre wichtig. Und wenn du Lust hast, dann gerne schon mal ein Like da lassen. In dem Sinne, let's go, wir starten rein ins heutige Video. Wie immer gibt es noch einen kurzen Gruß an einen von euch, der das letzte Video kommentiert hat. Gruß geht raus an Toxic. Er hat einfach nur geschrieben, kannst du mich grüßen? Natürlich kann ich das, Toxic. Danke für deinen Kommentar. Gruß geht raus an dich. Ja Freunde, ich habe vor wenigen Tagen ein Video zum Halloween Update 2022 hochgeladen. In diesem Video habe ich gesagt, dass das Update Ende Oktober, also wahrscheinlich am 27. Oktober, erscheint. Aber Rocks Games hat jetzt schon was Halloween-mäßiges ins Spiel gebracht. Darüber reden wir gleich. Zunächst kriegen wir aber noch ein Geldgeschenk von Rockstar Games, denn am Donnerstag kam mit der Eventwoche ein neues Live-Event ins Spiel. Die sogenannten Junk Energy Skydivers, also Fallschirmsprünge, die ihr eben jetzt in der Lobby machen könnt. Und Rockstar Games hat uns dazu noch ein zusätzliches Geschenk eben bereit, denn sie haben auf dem Newswire Folgendes geschrieben. 10 Junk Energy Skydivers werden jeden Tag zur Verfügung stehen. Wenn sie alle 10 abschließen, erhalten sie einen zusätzlichen GTA-Dollar Bonus. Wenn sie alle 10 zu einem Goldmedaillenstandard abschließen, erhalten sie auch ein zusätzliches Preisgeld. Sie zahlen insgesamt 150.000 GTA-Dollar zusammen mit der Junk Energy Rutsche für ihre Bemühungen aus. Heißt, wenn wir diese 10 Stück machen, dann bekommen wir 150.000 Dollar obendrauf geschenkt. Das war also das erste Geschenk, jetzt geht es weiter. Jeder von uns in GTA Online, ganz egal ob GTA Plus Mitglied oder eben nicht, bekommt ein weiteres Geschenk. Und zwar folgendes. Foto könnt ihr gerade sehen und Rockstar Games hat das hier geschrieben, lasst dich mit der kostenlosen Orange Tag Dämonenmaske in Stimmung bringen. Es liegt eine unheimliche Kälte in der Luft, als Halloween näher rückt. Halten Sie Ausschau nach besonders gruseligen Events, die den ganzen Oktober über stattfinden und spielen Sie diese Woche jederzeit GTA Online, um die Orange Tag Dämonenmaske beim Einloggen zu erhalten. Zwei Informationen also, erste Information, den ganzen Oktober über, also die nächsten 4 Wochen, wird es immer wieder gruselige Live-Events in GTA Online geben, was schon mal ziemlich nice ist, und wir bekommen jetzt eben diese Maske, die ihr auf dem Foto sehen könnt, wenn wir uns einfach in dieser Woche in GTA Online einloggen. Also schon mal eine ziemlich nice Sache, um in Halloween-Stimmung zu kommen, auch wenn Halloween erst in circa einem Monat ist. Es geht weiter, es gibt weitere Geschenke. Die Geschenke, um die es jetzt geht, sind allerdings erstmal nur für die, die eben GTA Plus besitzen. Ein Foto könnt ihr gerade sehen, da geht es eben um Halloween-Klamotten, und zwar hat Rockstar Games geschrieben, lass dich voll und ganz in den Geist der Saison versetzen und spiele GTA Online jederzeit während dieses Event-Zeitraums um das Mumien-Outfit, den Kürbis-Kapuzen-Pullover, die grau geknackte Puppenmaske und die Grimmy-Stitched-Maske zu erhalten. Rockstar Games hat uns leider jetzt erstmal nur das Foto von diesem Halloween-Pullover veröffentlicht, also den könnt ihr schon mal sehen, die anderen 3 Sachen, da müssen wir auf jeden Fall drauf gespannt sein, wie das Ganze aussehen wird. Also wie gesagt, auch diese Halloween-Geschenke sind jetzt eben am Start, aber die letzten 4, die ich genannt habe, eben nur für die, die GTA Plus besitzen. So, und das soll es eigentlich schon mit dem ganz kurzen Infovideo gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. 2 wichtige Sachen. Erstens, geht doch gerne jetzt auf Twitch rüber, dort sind wir fast jeden Tag live, zocken GTA Online mit euch und auch aktuell relativ viel FIFA. Und zweitens, wenn du Bock hast, dann check gerne Instagram ab. Ich bin raus, euch einen schönen Tag, macht's gut, haut rein, Freunde, bis bald und ciao, ciao.